Ausgewählter Ort 2012. Diese Auszeichnung hat die Volkswagen Leasing GmbH bekommen. Die Standortinitiative Deutschland, Land der Ideen schreibt jährlich den Wettbewerb 365 Orte im Land der Ideen aus. Gemeinsam mit der Deutschen Bank werden Ideen und Projekte prämiert, die einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands leisten. Die Jury war davon überzeugt, dass die Leasinggesellschaft mit ihrem Umweltprogramm für nachhaltiges Flottenmanagement die Auszeichnung verdient hat. Die Finanztochter des VW-Konzerns trage dazu bei, in Deutschland klimafreundliche Fuhrparks und umweltfreundliche Flottenfahrzeuge voranzutreiben, hieß es. Zusammen mit dem NABU, also dem Naturschutzbund Deutschland, motiviert die Leasinggesellschaft Unternehmen, besonders umweltschonende Autos in ihren Fuhrpark zu nehmen. Zu Anfang waren wir auch ein bisschen skeptisch, ob das auf große Resonanz trifft. Wir haben mit ein paar hundert Autos angefangen. Aber wir müssen sagen, gerade bei Großfuhrparks, bei sehr großen Unternehmen, ist das Thema Nachhaltigkeit und ökologisches Fuhrparkmanagement mittlerweile in einer sehr hohen Priorität da. Und wir sind jetzt bei 160.000 Autos, die in dem Programm sind. Doch NABU und VW Leasing belassen es nicht dabei, nur möglichst viele klimaschonende Autos auf die Straße zu bringen. Die Flottenmanager bekommen außerdem Infos an die Hand, wie sie durch den optimalen Einsatz ihrer neuen grünen Flotte möglichst viel Energie und Emissionen einsparen können. Für die Unternehmen auch finanziell interessant, denn jeder eingesparte Liter Kraftstoff bedeutet auch niedrigere Kosten. Das ist eine Gewinnersituation für alle, weil diejenigen, die diese Fahrzeuge nutzen, die ja, ist ja die Blue Motion Technik in der Regel, die sparen natürlich auch an Spritkosten. Wir machen noch Spritspartrainings gemeinsam, das machen wir auch seit vielen Jahren mit VW zusammen. Und gleichzeitig ist natürlich die Natur der Gewinner, weil wir eben jetzt schon 3 Moore haben renaturieren können und weitere stehen vor der Tür. Wir haben ja den Deutschen Moorschutzfonds gemeinsam gegründet und wollen das ja in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. Darüber hinaus bekommt der NABU für jedes verkaufte Fahrzeug von der VW Leasing eine Spende. Ich speichere auf diesem Globus auf kleiner Fläche, als das zum Beispiel die Wälder tun. Und wir haben in Deutschland kaum noch Moore im Naturzustand.